In Ägypten lebten die berühmten Pharaonen. Heute finden wir mal heraus, was von diesen noch so übrig geblieben ist. Was fällt dir ein, wenn du an Ägypten denkst? Wahrscheinlich die Pyramiden oder die Mumien, die man darin entdeckt hat. Der Nil und vielleicht auch das Nilkrokodil. Oder die berühmte Nofretete, von der keiner so wirklich weiß, wie sie eigentlich ausgesehen hat. Aber sehr, sehr schön soll sie gewesen sein. Ägypten ist ein Land mit einer langen Geschichte, die tausende von Jahren zurückreicht. In Ägypten findest du auch die größte Stadt Afrikas, das ist nämlich Kairo. Hier leben inzwischen mehr als 20 Millionen Einwohner und die Zahl steigt ständig. Das wirft ziemlich viele Probleme auf, weil viele Menschen keine Arbeit finden, aber trotzdem in die Stadt ziehen. Und hier wissen sie dann oft nicht, wo sie wohnen sollen. Das ist ein Problem, das es in vielen Städten Afrikas gibt. Die berühmten Pyramiden von Gizeh findest du übrigens auch ganz in der Nähe von Kairo am Rande der Stadt. Hierher kommen sehr viele Touristen, denn da wurden schließlich die Pharaonen bestattet. Wenn du dir die Mumien der Pharaonen angucken willst, dann musst du im Ägyptischen Museum in Kairo mal vorbeischauen. Die meisten Menschen leben in Ägypten am Fluss Nil, der sich durch das ganze Land zieht. Der Nil entspringt im Süden und fließt in den Norden und mündet dann schließlich in das Mittelmeer. Hier ist das Land fruchtbar und die Menschen betreiben viel Landwirtschaft. Deshalb spricht man beim Nil auch oft von der Lebensader Ägyptens. Der Rest des Landes, so etwa 95%, nimmt die Wüste ein. In der Wüste findest du Oasen und nur dort gibt es auch Wasser. Doch wie du weißt, kann kein Mensch ohne Wasser überleben. An Oasen wohnen deshalb auch Menschen. Oasen können ganz klein, aber durchaus auch einmal größer sein. In der Wüste wachsen meist nur wenige Pflanzen. An den Ufern des Nils findest du aber einige. Hier gibt es Dattelpalmen und im Norden sogar Bambuspflanzen. Eine noch viel wichtigere Bedeutung für Ägypten hat die Papyrusstaude. Die findest du aber heute fast nur noch im Süden des Landes. Am Nil entdeckst du übrigens auch die berühmten Nilkrokodile. Die waren einst fast ausgestorben. So gemütlich sie auch aussehen mögen, ärgern sollte man sie keinesfalls. Die meisten Ägypter sind Muslime und der Islam ist in Ägypten Staatsreligion. So findest du in Ägypten viele Moscheen, manchmal aber auch eine Kirche, denn es leben auch Christen im Land. Die gehören dann sehr oft dem koptischen Glauben an. Die Ägypter sprechen übrigens Arabisch. Es gibt aber viele verschiedene Dialekte, die in Ägypten gesprochen werden. Auch Ägyptisch ist so etwas wie ein Dialekt. Die Schriftsprache, also die Sprache der Bücher und der Zeitungen, ist Arabisch. In der Schule lernen die Kinder Französisch, aber auch Englisch.